Servus und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, wie baut man von zu Hause ohne viel Gadgets, ohne Geräte einen dicken Bizeps auf. Auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Am Ende geht es noch darum, wie viele Sätze sollte man machen, wie viele Wiederholungen sollte man machen und wie oft die Woche sollte ich überhaupt den Bizeps trainieren. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Anatomie und zu den besten Übungen. So, was kann man zur Anatomie des Bizeps sagen? Ganz einfach. Beim Bizeps haben wir zwei verschiedene Köpfe. Wir haben einmal einen langen Kopf und einmal einen kurzen Kopf. Beide setzen am Unterarm an und oben setzen sie unterschiedlich an. Ja? Beide am Schulterblatt, aber beim kurzen Kopf setzt eben der Muskel hier vorne am Schulterblatt an. Ja? Geht bis hierher hoch. Beim langen Kopf hingegen setzt der Muskel hier einmal hinten rum, oben rüber und dann oben am Schulterblatt an. So, was ist da der Unterschied? Im Endeffekt ist dadurch die Funktion etwas unterschiedlich. Man kann den langen Kopf eben maximal dehnen, da er hinten ansetzt, wenn der Arm hinterm Körper ist. Den kurzen Kopf hat man schon gedehnt, wenn man einfach nur den Arm ausstreckt. Und bei der maximalen Kontraktion ist es eben so, dass der kurze Kopf eben auch erst maximal kontrahiert, wenn der Arm vor dem Körper ein Stück ist und dann der Bizeps angespannt wird. So, was haben wir noch zusätzlich zum Bizeps, was viele gar nicht wissen oder viele vergessen? Wir haben noch einen Muskel hier drunter, das ist der Brachialis. Der Brachialis setzt einfach nur am Unterarm an und am Oberarm. Das heißt, der hat nichts mit der Schulter zu tun, das heißt, der beugt nur den Arm. Ganz einfach. So, was haben wir jetzt für abzudeckende Funktionen der verschiedenen Köpfe, Muskeln eben am Bizeps? Ganz einfach, wir haben einmal irgendwie eine Übung, da haben wir den Arm in einer Anteversion, das heißt den Arm vor dem Körper und beugen den Arm. So eine Übung brauchen wir. Dann brauchen wir eine Übung, da ist der Arm hinter dem Körper, ja, für den maximalen Stretch des langen Kopfs in der Retroversion und wir beugen den Arm. Dann brauchen wir noch eine Übung mit einer Supinationsbewegung, da der kurze Kopf eben die Funktion einer Supinationsbewegung auch abdeckt. Was ist eine Supinationsbewegung? Ganz einfach, der Arm wird eingedreht, ja, man hat den Arm so und dreht ihn ein. Ja, das macht auch der kurze Kopf hier oben schön in die Richtung eindrehen. Das heißt, man könnte zum Beispiel irgendwie eingedrehte Curls einfach mit reinnehmen. Und dann, um wirklich das Maximum rauszuholen, um nochmal den Brachialis isolierter zu trainieren, kann man jetzt einfach sagen, okay, man macht noch eine Übung wie Hammer Curls rein. Da wird der Arm einfach nur gebeugt, hat nichts mit der Schulter zu tun, ob die vorne oder ob die hinten ist. Jede Übung, die ich zeige, kann man auf jeden Fall mit einer Kurzhantel ausführen, ja. Haben viele zu Hause. Falls man die nicht hat, kann man als Alternative, die beste Alternative ist einfach mit einem Rucksack zu nehmen und packt da einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie viel Wasserflaschen man eben als Gewicht braucht, packt man einfach mit rein und kann dann eben gut genug Gewicht bewegen. Wenn man keine Wasserflaschen hat, keinen Rucksack, keine Hantel, kann man als Alternative sich natürlich auch irgendwie so ein Gummiband holen. Und da vielleicht auch nochmal einen neuen Reiz setzen, da eben umso länger das Band gestretcht ist, umso schwerer dann eben die Übung wird. Aber ich würde empfehlen, wenn man keine Hanteln hat, die sich nicht leisten kann, nehmt euch einen Rucksack, packt ein paar Wasserflaschen rein, das Gewicht wird zu 99% ausreichen. Übung Nummer 1, ihr nehmt euch eine Hantel, ihr nehmt euch einen Rucksack, irgendein Gewicht, ja, braucht irgendeinen Stuhl, eine Bank, was auch immer. Nehmt euren Arm vor den Körper und jetzt einfach curlen. Ganz einfach. Nur den Unterarm bewegen, mehr gar nicht. Und schön die Kontraktion kurz halten und eben wieder runter in den vollen Stretch und wieder kontrahieren. So haben wir die maximale Kontraktion des kurzen Kopfes abgedeckt. So, für die nächste Übung braucht ihr einfach nur irgendeine Wand. Ich nehme hier jetzt mal die Stange und lehne mich dahin. Ihr könnt auch einen Stuhl nehmen, ihr braucht nur eine Position, wo ihr eben den Arm hinterm Körper habt. Und jetzt curlt ihr hier hoch. Und dabei den Arm immer hinten schön stretchen und vorne hochcurlen. Die Schulter gar nicht bewegen, einfach nur curlen. Ganz easy. Und so habt ihr eben die maximale Dehnung im langen Kopf und auch die Funktion abgedeckt. So, die nächste Funktion, extrem einfach. Ihr nehmt euch wieder die Kurzhantel und macht jetzt einfach Curls, die eingedreht werden am Ende. Zack. Ganz einfach. Das Schulterblatt hier schön nach unten ziehen, nach oben eindrehen. Und dann habt ihr eben auch die Funktion abgedeckt. Und als letzte Übung einfach noch Hammer Curls. Hammer Curls, Schulterblatt nach unten ziehen und den Arm beugen. Ganz einfach. Zack. Zack. Easy. Ja? Könnt ihr mit einem Rucksack machen, könnt ihr mit einem Gummiband machen.
könnt ihr mit allem machen. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Sätzen, zum Volumen eben, zu der Frequenz und auch wie viel Wiederholungen soll ich denn überhaupt für einen Bizeps machen, ja? Ganz easy, wir starten durch mit der Frequenz. Da kann man wirklich sagen, 2 bis sogar 6 Mal, da der Bizeps eben extrem schnell wieder regeneriert und man den wirklich öfters die Woche trainieren kann. Ja, ich würde empfehlen, mindestens 2 Mal. Wenn ihr den Bizeps als Priorität habt und ihr wollt unbedingt, dass ihr wirklich die dicken Arme bekommt, dass der Bizeps wächst, dann kann man auch sagen, okay, ich trainiere den vielleicht sogar 4 Mal oder vielleicht sogar 6 Mal, aber dann eben pro Training nicht so viele Sätze auf einmal, da man natürlich trotzdem regenerieren muss. So, wie viele Wiederholungen? Da würde ich empfehlen, wenn man das Gewicht bestimmen kann, kann man beim Bizeps sehr einfach, auch wenn man Wasserflaschen nutzt, dann hat man da 12 Kilo, die man locker mit einem Rucksack hinkriegt oder man nimmt sogar 2 Rucksäcke, dann hat man bis zu 20 Kilo ein Gewicht und es sollte für einen Arm locker ausreichen, um unter 30 Wiederholungen zu schaffen, ja. Empfehlen würde ich einen Wiederholungsbereich von 8 bis 15 und dann eben, wenn ihr öfters den Bizeps trainiert die Woche, einmal trainiert in einem Wiederholungsbereich von 8 bis 10, dann in einem von 10 bis 12, dann noch in einem von 12 bis 15 und habt so alles abgedeckt. Aber im Endeffekt hat man so die beste Mind-Muscle-Connection meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach und deswegen würde ich den Bereich empfehlen. So, jetzt noch, wie viele Sätze soll ich denn für den Bizeps machen, damit er wirklich optimal wächst? Das ist natürlich auch unterschiedlich pro Person. Da eben viele Leute, vor allem am Anfang, wenn sie den Rücken trainieren, oft viel mehr die Arme nutzen, ja. Die ziehen nicht aus dem Rücken, sondern aus der Armmuskulatur und irgendwie den Arm dann noch nach hinten. So, wenn das passiert, dann brauche ich weniger isolierte Sätze für den Bizeps. Bin ich da schon fortgeschrittener, kann wirklich den Rücken gut isoliert trainieren, habe ein gutes Muskelgefühl im Rücken, dann natürlich mehr Sätze. Aber ich würde empfehlen, mindestens 6 bis 8 Sätze zum Anfang. Und dann hat man wahrscheinlich ein optimales Volumen, wo der Bizeps echt perfekt wächst, bei vielleicht 14, 16 Sätzen rum. Hör meiner Erfahrung nach nie, aber deswegen würde ich empfehlen, einfach mal mit 6 oder 8 Sätzen starten pro Woche. Und dann, wenn man wirklich den Bizeps als Priorität hat, langsam sich hochsteigern, dass man die Satzzahl für sich findet pro Woche und die Frequenz, wo man sich eben am besten steigern kann. So, wenn ihr das umsetzt und wirklich evaluiert Stück für Stück, was ist die beste Frequenz für den Bizeps, was ist das beste Volumen, bei welcher Wiederholung habe ich das beste Gefühl und habe ich noch einen guten Pump und die Ernährung auch passt und Regeneration und so weiter, was es da alles gibt, dann wird der Bizeps auf jeden Fall wachsen. Falls ihr Fragen zur Ernährung habt, in der Beschreibung ist ein Video, wie die Ernährung ganz genau funktioniert, um wirklich optimal Muskeln aufzubauen, wenn man eher so der dünne Typ ist. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Like da lassen, gerne abonnieren, wenn euch mehr so Themen interessieren. Und falls natürlich eine Frage offen ist oder irgendwas unverständlich war, dann gerne einfach mal einen Kommentar schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen geilen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.